Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schnittlabor-Video. Offen gestanden, ich habe diese Technik gerade erst erfunden. Ich komme eigentlich eher natürlich als Bildarbeiter von den ganzen Computersachen so her. Und ich arbeite normalerweise auch eher mit professioneller Kameratechnik. Aber in dem Fall wollte ich wirklich mal zeigen, dass man mit den einfachsten Mitteln auch schnell vorankommen kann. In materieller Hinsicht braucht man eigentlich nur zwei Dinge. Das Bild und den Ton. Ja? Das Bild wird hier über ein Smartphone generiert und für den Ton gibt es ein Headset. Natürlich könnte man auch einfach das im Smartphone verbaute Mikrofon verwenden. Aber ich denke, die Qualität ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man mit der Stimme ein Stückchen näher am Mikrofon selbst auch ist. Was dann das Telefon selbst angeht, da arbeite ich nicht mit der Frontkamera oder Selfie-Kamera, wie die meisten das vielleicht tun würden, sondern mit der Rückkamera, also mit der Hauptkamera, da die Hauptkamera oftmals ein viel besseres Bild hat als die Selfie-Kamera. Lasst uns nicht naiv sein, natürlich hängt dann auch die Qualität des Videos von der im Telefon verbauten Kamera selbst ab. Diese hier hat sogar eine Bildstabilisierung bzw. kann auch in 4K aufnehmen. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber auch mit einer HD-Kamera kann man natürlich tolle Bilder erzeugen. Das ist immer gar nicht wirklich das Nonplusultra 4K, immer gar nicht wirklich erforderlich. Nun kommen wir mal zum Schneideprozess selbst. Also ich verwende hier einmal das Bild im Vordergrund und andererseits drehe ich dann die Kamera um, nachdem ich die Pause-Taste gedrückt habe. Also die hier im Telefon installierte Software ermöglicht es, während der Aufnahme eines Videos auch eine Pause zu drücken. Wenn eure Videosoftware oder Videoaufnahmesoftware das nicht kann, findet ihr bestimmt entweder im Google Store oder im Apple Store eine Möglichkeit. Und diese Pause-Taste ermöglicht es mir sozusagen neue Ansätze zu finden. Das heißt, wenn ich mal den Faden verliere, drücke ich einfach kurz auf Pause und dann kann ich halt im Anschluss weiter aufnehmen, nachdem ich die Pause wieder aufgelöst habe. Dadurch ergibt sich dann zusätzlich auch noch eine Art dynamischer Effekt innerhalb des Bildes, wie ihr schließlich sehen könnt. Der große Vorteil dieser Art und Weise zu schneiden besteht darin, dass man keine Postproduktion hat. Ja, es gibt einige Videos, die in Bezug auf die Effizienz vorschlagen, ja, redet doch einfach so viel, wie ihr wollt und dann nachher kann man das mittels Jump Cuts wieder zusammenschneiden. Aber der Punkt ist ja, dass man gerade in der Postproduktion nochmal so viel Zeit dranhängt und wenn man wirklich viele Videos produzieren will, dann ist das natürlich einfach noch mal eine doppelte oder dreifache Arbeit im Anschluss, wenn man dann immer wieder in diesen Schneideprozess noch mal dann groß reingehen muss. Der vierte ganz wichtige Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist natürlich das Setting. Insofern habe ich das einfachste Setting ausgesucht, das man so finden kann, nämlich der Stadtraum. Hier muss man sich nicht um das Licht kümmern, hier muss man nicht irgendwelche bestimmten Masken oder Kostüme aufsetzen oder sonst wie, sondern eigentlich ist dieser ganze Raum ja schon ein theatralisches Ereignis in sich selbst. Wie ihr sehen könnt, hier tanzt der Bär, hier geht wirklich die Post ab. Und dann nicht zu vergessen, Nummer 5, der letzte Punkt, natürlich müsst ihr auch wirklich ganz bewusst sein in Bezug auf jedes Wort, das ihr zum Ausdruck bringt und auch natürlich jede Bewegung, die ihr mit der Kamera ausführt, weil wenn das nicht der Fall ist, wird die Nachricht natürlich nicht entsprechend transportiert und dann müsst ihr im Nachhinein doch wieder reingehen und mit den Jump Cuts anfangen und so weiter und so fort. So, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch einigermaßen gefallen. Wenn das so ist, dann schenkt mir bitte einen Like oder folgt vielleicht auch meinem Kanal. In Zukunft werde ich ohnehin den Stil meines Kanals natürlich noch ein bisschen verändern. Bisschen mehr weg von der überprofessionalisierten Technik in ein wirkliches Erlebnis im Moment hinein. Aber dazu dann demnächst noch mehr. So weit, so gut. Bis hierhin erstmal viele liebe Grüße und bis bald. Ja, und hier zu allerletzt möchte ich doch noch eine Sache zur Sprache bringen. Und zwar, es gab immer mal Probleme mit dem Windgeräusch zwischendurch. Das lässt sich aber relativ einfach lösen, indem man ein Fell um dieses Headset drumherum bindet. Ja? Dazu könnte ich auch noch mal ein Video machen. Und der zweite Punkt ist, ich habe mich auch daran erinnert, dieser Johann Wolfgang von Goethe, also eine wichtige Figur innerhalb des deutschen Sprachraums, der hat ja auch mal gesagt, dass wenn er seine Bücher geschrieben hat, dann hat er tatsächlich so Kreise gedreht in seinem Zimmerchen. Und sein Sekretär hat dann
diese Texte notiert und in Schrift verfasst. Und das ist jetzt hier eigentlich genau dasselbe. Ich kann innerhalb dieses Stadtraums durch die Gegend laufen, meinen gedankenfreien Lauf lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Sekretär in Form dieses Telefons nimmt dann alles auf. Und insofern kann man auch wirklich hochwertige Videos produzieren. Viel Spaß und bis bald.